Okay, beim Angeln ist jetzt nichts Aufregendes passiert, außer dass ich hier diesen Koffer geangelt habe. Das schaue ich mal rein. Ui, ein Zitrin, süß. Haha, da ist ein verwittertes Tagebuch. Da klicke ich jetzt mal drauf. Ah, toll, ich wollte da drauf klicken. Klicken, klicken, blub. Aber da brauche ich ja Angeln 100. Satz mit X war wohl nichts. Dieses verwitterte Tagebuch lehrt mich nämlich das Aufspüren von Fischen. Das finde ich eigentlich sehr nett. Ui, ich habe sogar zwei Seidenstoffballen geangelt. Aber nichtsdestotrotz schwimme ich jetzt darüber, weil ich ja wissen möchte, wer diese Nachricht verfasst hat. Hier steht auch noch mal, was da drinne stand. Ich benötige dringend Hilfe. Eine große Bestie hält mich auf einer Insel in den südlichen Meeren gefangen. Und wir sollen demjenigen oder derjenigen helfen. Machen wir natürlich gerne. Hier drüben ist diese Insel Jaguero. Es geht das Gerücht, dass man, wenn es regnet, auf dieser Insel ein kleines Affenbaby fangen kann. Ich habe das leider noch nicht geschafft. Es konnte auch schon passieren, dass es drüben im Schlingdorntal geregnet hat. Ich komme hier rüber und hier ist nichts los. Ey, dafür habe ich jetzt das Schlingendornkap entdeckt. Gut. Was ist das Rote da? Ui, ein Pirscher. Kann ich ihn schon sehen? Ja, da ist er. Ich kann die jetzt wirklich schon von weiter weg erkennen. Das ist ja ganz gut. Da oben sehe ich auch schon ein Fragezeichen. Dann gehen wir doch mal dahin. Das ist ja gar kein Tiger, das ist ein Frostsäbler. Na Quatsch, ist ja auch eine Art Tiger. Hier, Prinzessin Puba. Jawohl. Okay, die Pirsche töten wir jetzt. Was hat die denn da? Ein Büchlein, eine kleine Kuscheldecke, ein Kerzenleuchter, okay. So schlecht scheint es der jetzt auch nicht zu gehen hier. Will ich gerade mal festhalten. Himmelsmann, Bonobo und Gorilla. Ist ja alles voll mit Affen. Was ist das denn hier? Guck mal, da hat einer so ein fettes Kriegsmammut. Hier neben hat ein Händler drauf. Cool, den benutze ich gleich mal, bevor er weg ist. Da kann ich gleich mal ein paar Sachen verkaufen, wenn der hier eh dumm rumsteht. Guck mal, jetzt ist er runtergehüpft. Wahrscheinlich, weil der weggehoppelt ist. Cool, schnell. Das reicht eigentlich schon. Da, ich wollte euch das nur mal zeigen. Ja, jetzt ist er von seinem Mount runter. Und dann ist netterweise der kleine Händler noch runtergehüpft, dass ich zu Ende verkaufen kann. Sehr schön. Okay, ich brauche jetzt die Panther. Da war doch vorhin schon einer. Da ist einer. Es ist gar nicht schlecht, dieses verborgenes Aufspüren. Schwupps. Brauche ich noch vier und hoffe, dass der 90er die nicht auch haben möchte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf dieser Insel gar nicht so viele Quests gibt. Also könnte es durchaus im Rahmen des Möglichen liegen, dass der die jetzt auch sucht. Naja, geh ich mal auf mein Viech. Und da der ja nach da gelaufen ist, obwohl, es kann schon sein, dass der um die ganze Insel drumherum ist, der ist ja schneller als ich. Probiere ich es mal in dieser Richtung. Da ist doch einer. Wunderbar. Wupp. Gut. Da ist noch ein Eisen. Ich glaube, ich komme meinem Ziel deutlich näher im Moment. Ich glaube, der ist schon einmal um die Insel, falls es der ist. Ach nee, das ist wieder der kleine Hortler. Der macht wohl gerade die gleichen Quests wie ich.
Jetzt weiß ich ja nicht, ob der jetzt die Viecher gekillt hat. Hier komme ich nicht hoch. Da vielleicht? Wo will ich überhaupt hin? Ja, da irgendwo will ich hin. Da! Das ist ja gar nicht so weit oben. Das ist doch gut. Okay, da unten. Da ist ein Gorilla. Brauchst du aber nicht. Ah, da ist der Obermacker. Guckt ihn euch an. König Muckler. Aber ich brauche jetzt erstmal diese verstohlenen Panther. Ups. Na, erst aufs Reittier, dann weiter hoppeln, sonst wird das nichts hier. Ich weiß jetzt nicht, ob auf dieser Seite auch welche sind. Da liegt schon mal ein toter König. Vielleicht sind die doch eher da innen drin oder auf der anderen Seite. Da gucke ich mal auf meiner Map. Hier. Ach, die sind nur auf der Inselseite. Okay. Ist das wieder der kleine oder der 90er? Na, das ist der 90er. Ich glaube, der kleine verkrümmelt sich jetzt lieber, bevor der 90er ihn erwischt. Da, auf der Seite sind die nur. Ist ja eigentlich blöd. Naja. Was ist das da oben eigentlich? Wenn ich dann mal fliegen kann, kann ich mir das alles ganz genau anschauen. Hier war das ein Pirscher. Okay. Habe ich voll übersehen. Bam. Yeah. Wie viele brauche ich denn noch? Zwei. Da ist der nächste. Ah, jetzt wollte ich schon einen tödlichen Schuss ansetzen. Der hatte aber noch über 20% Life. Dann geht das natürlich nicht. Was ist das denn für ein Tierchen? Ein Waldspindling. Putzig. Ich habe drüben übrigens noch die Daily gemacht bei diesem Tierzähmer. War ganz lustig. Der hat so einen Murloc, der da voll rumdanzt und so eine Show abzieht und ja, Stepptanz macht. Also wenn ihr mal da seid, dann zieht euch den rein. Der ist echt lustig. Okay, die habe ich jetzt alle. Jetzt kann ich zu der Dame zurück. Schon der Prinzessin? Nee, oder? Okay. Wo auch immer die jetzt ist, hat jemand gebasht? Ah! Das ist aber nicht nett. Oder muss ich woanders hin? Okay, Questlog. Das ist woanders. Okay. Da. Prinzessin Puba. Genau, war doch eine Prinzessin. Jo, jetzt ist Puba tot. Toll. Irgendeiner hat Puba gekillt. Oder ich habe einen Anzeigefehler. Ich sehe sie aber nicht. Also ist sie wohl nicht da. Denn sie müsste eigentlich da oben auf dem Berg abhängen. Da sehe ich sie aber jetzt nicht. Also hat sie irgendwer gekillt. Ganz toll. Was mache ich denn jetzt so lange? Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, bis die wieder auftaucht. Ich könnte rübergehen und noch ein paar Kriecher kalt machen. Wann ist die denn verschwunden, Mensch? Ah, da ist sie wieder. Kann natürlich sein, dass die irgendeine Begleitquest hatte und jemand die gemobst hat. Da, vielleicht der 90er. Okay. Was führt euch hier hin? Na, dann zeig ich. Okay, was möchte die jetzt? Ach ja, jetzt soll ich noch Sachen von dir finden. Ganz toll. Wow, vier Sachen. Bin ich jetzt hier der Lakai oder was? Na gut. Ich hoffe mal, dass die Äffchen da was ausspucken. Wow.
Jetzt reicht's aber. Einer hinten, einer vorne. Ja, okay. Zack. Weiß man ja gar nicht, wo man hinschauen soll. Da. Was haben wir gekriegt? Eine Tiara. Sehr schön. Nächstes Äffchen. Da können wir uns ja gleich ein paar Äffchen ziehen. Die sind ja nicht so stark. Oh, wieso ist mein Knurren wieder aus? Der hat mich voll geschubst, der Kleine hier. Das ist ja wohl ein Ding. So. Dann kümmern wir uns mal um den da. Schwupps. Wow, der war ja gierig. Der hatte das Zepter und die Pantoffeln. Jetzt fehlt nur noch das Tagebuch. Dann ist alles komplett und ich kann zu der Prinzessin zurückkehren. Bam. So. Na, droppst du was? Nee. Na gut, nehmen wir den nächsten. Irgendeiner wird schon was haben. Schwupp. Okay, das Tagebuch scheint etwas schwieriger zu finden zu sein als die anderen Gegenstände. Naja, dafür hat der eine Affe ja wenigstens zwei Items gedroppt. Also wollen wir nicht unzufrieden erscheinen. Okay, da ist der nächste Aspirant. Na, hast du was? Voll die Affeninsel hier. Ja klar, durchgekaute Blätter. Bah. Gut, dann holen wir uns jetzt zwei. Dinger noch. Was schmeißt der denn? Ah! Ich glaube, das ist diese Fähigkeit da, irgendwas unhöflich oder wie das heißt. Na, ist er eh schon tot. Unhöfliches Benehmen oder so können die doch. Schaue ich mir mal bei dem da hinten an, wenn ich nah genug dran bin. Und zwar, da. Hat er gar nicht? Schade. Vielleicht können das nur die Schimpansen. Also ich habe mal etwas mitbekommen, dass die nach einem werfen. So. Ich brauche immer noch das Tagebuch der Prinzessin, sonst brauche ich mich bei der gar nicht blicken zu lassen. Nächster Versuch. Na komm. Ihhh, Affenhirn. Was kriege ich denn hier noch alles? Gehirn ist ja ganz okay, aber doch nicht zum Essen. Oh, guck mal hier, die Sonne. Ist das nicht herrlich? Da hinten ist so ein richtig schönes Abendrot. So. Und drauf. Juhu, endlich das Tagebuch. Jetzt nichts wie ab zur Prinzessin. Aber ganz Flottikowski. Und dann bin ich mal gespannt, was ich als nächste Aufgabe bekomme. Das ist jetzt hier alles schon grün. Ah, das hier ist doch schön. Wow, gleich zwei von den Füßen. Dann machen wir doch direkt Mehrfachschuss, ne? Tödlicher geht auch schon. Juhu. Ach, den soll Wolfi mal klar machen. Dann kann ich in der Zeit mein Erz holen. Juhu. Hey, ich bin schon auf 104. Schick. Platsch. Und weiter reiten. Dum, 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 dum. Das ist echt tierisch hier. Hilfe, wie geht's denn hoch?
Da. Alles gut, alles klar. So, Prinzessin Puba, wie befohlen, bringe ich Ihnen Ihr Ich habe Zeug. euch erwartet. Und habe auch gleich noch einen Affen dabei, der haut jetzt aber wieder ab. Na, toll, ich bin bereit, gerettet zu werden. Süß. Und jetzt muss ich den König töten. Okay. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Kleidchen. Aus Stoff. Geht ja gar nicht. Zeig hier. Nee. Das wollen wir nicht haben. Aber ich suche mir dann irgendwas aus. Kein Problem, Prinzessin Puba. So, jetzt brauche ich den Oberaffen. Der war doch irgendwo da drüben. Na okay, wenn mir die Mini-Affen folgen, dann muss ich da ja was gegen unternehmen. Schawups. Hey, der wäscht mich immer voll weg. Gut. Aufs Reittier. Und den Oberaffen suchen, den König. Da ist er. König Muckler. Na komm her, du Muggelchen. Oh, nee, oder? Ii. Das ist ja derbe. Außer Reichweite? Geht ja wohl nicht. Zack. Wo? Na, was hat der Schönes? Schwupps. Ah, den Schlüssel. Mit dem kann ich die Prinzessin befreien. Cool. Sonst noch was hier? Nee. Ist ja eine Questreihe. Von daher ist das hier alles ganz klar geregelt, wie das hier abzulaufen hat. Und nochmal das Bäumchen. Okay, Prinzessin Puba, können wir jetzt nach Hause? Sei mit euch. Ja, ich habe den Schlüssel. Was ist am meisten wert? Okay, doch das Kleidchen. Habt günstige Winde. Prima. Und jetzt? Verduftet die? Oder was geht ab? Geh mal ein bisschen weg. Keine Ahnung. Die bleibt noch da stehen. Gut, dann bleibt doch noch ein bisschen da. Ich dachte, du wolltest nach Hause. Gut. Wenn sie sich nicht helfen lassen will, kann ich es jetzt nicht ändern. Dann hoppeln wir wieder woanders hin. Ich wollte hier unten ja noch ein paar Strandkriecher bashen. Das da ist nix. Weil die nämlich Kriecherklauentroppen, die ich zum Kochen benutzen kann. Ich habe auch schon gespickt, also das Fleisch, das ich benutzen könnte, krokolistenmäßig, das kriege ich in Loch Modan. Das heißt, ich müsste nach Loch Modan und müsste da Krokus killen. Da habe ich jetzt nicht so wirklich den Bock zu. Ich muss halt mal schauen, wie das dann ist. Wo ist denn hier die nächste Quest? Da oben. Da ist mein Ruhestein, das bringt auch nicht viel. Da, ich könnte Ruhestein machen und zu dem da zurück. Och, was. Hoppeln wir halt da hoch. Ist ja egal. Ach nee, ich hab so wenig Platz. Ich mach doch Ruhestein. Okay. Schwupps. Ruhestein ist eine feine Sache. Okay, erstmal was verkaufen. Interessant. Ach nee, das mache ich dann gleich. Weil ich könnte mir vorstellen, bis ich bei diesem Typen war und mit dem geredet habe, ist die Zeit schon wieder um. Und dann mache ich das alleine. Habt ihr jetzt davon? Es sei denn, irgendjemand fleht mich an und sagt, nein, wir wollen dir beim Verkaufen zugucken. Dann würde ich mich natürlich dazu herablassen, euch dabei zuschauen zu lassen. Ja.
Ja, aber ich denke, das ist ja eigentlich eher ein bisschen langweilig für den Zuseher und dann bin ich immer so unter Zugzwang. Ich gucke mir immer alles gerne vorher nochmal genau an. Ah, jetzt hätte ich noch das Schiff nehmen können. Menno. Aber ich will ja auch noch diese Sachen machen. Und teleportieren soll ich mich ja auch noch lassen. Ach, Kinders. Wo sind wir denn? Ah, ich brauche zwei Kisten. Und wo gibt's die hier? Ist hier was mit bei? Oder muss ich die kaufen? Da hinten ist noch ein Fragezeichen. Da kann ich gerade einen Feind sehen. Moment, wo ist das bitte? Da. Ah, da soll ich die Bucht überprüfen. Und hier soll ich das kaufen von Klein Whisky. Wo ist der denn? Jetzt muss ich gucken, wo hier ein Verkäufer ist, der Klein Whisky heißt. Eventuell im Haus drin oder hier unten? Klein Whisky. Da. Hier war keiner, ne? Ob der im Gasthaus ist? Wir schauen mal. Piratenbedarf. Da ist ein Koch. Vielleicht hat er was Cooles an Rezepten. Da, Kiste mit Fleisch der Güteklasse E. Das sollte ich wohl kaufen. Und noch irgendwas. Das Spicken. Portwein. Und den Portwein, den bekomme ich woanders. Oder? Zeig ich mal her. Sieht so aus. So, mal gucken. Das kann ich schon. Das brauche ich noch. Ui, der hat hier einige Rezepte. Kann ich aber alles noch nicht. Also lasse ich mal noch die Finger weg, sonst komme ich hier so durcheinander. Okay, dann mache ich hier einen Break und verkaufe hier ein bisschen was.